Vorarlbergs Alpen sind nicht nur wichtig für die Landwirtschaft, sie sind auch ein Erholungsgebiet für Einheimische und Gäste. 1000 Älpler produzieren dort mit 8300 Milchkühen 420 Tonnen Käse. Heuer war der Start in die Alpsaison nicht optimal. Über den Winter war recht viel Schnee, durch das war der Auftriebszeitpunkt auf den Hochalpen etwas später. Die frühen Alpen, die niedergelegenen Alpen, hatten im Mai eine Schlechtwetterperiode. Durch das war der Futteraufwuchs nicht so gut, aber alles in allem ein guter Alpsommer und die Älplerinnen und Älpler sind zufrieden. Die schwere Arbeit der Älpler reicht nicht aus, um die Kosten zu decken. So schießt das Land Geldmittel zu, um die Alpwirtschaft am Leben zu halten. Jährlich stehen da rund 6 Millionen Euro für die Alpwirtschaft zur Verfügung, davon 3,5 Millionen Euro aus reinen Landesmitteln. Die Alpbewirtschaftung sei für Vorarlberg identitätsstiftend. In den nächsten Wochen ziehen die Älpler mit ihren Tieren wieder ins Tal, immer früher, wie sie sagen. Und damit endet der Alpsommer 2024.